Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen wie immer vom Montag bis Sonntag und diesmal schauen wir vom 15.03.2021 bis Sonntag 21.03.2021 bis zum Frühlingsanfang. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ne? Also jetzt gibt es schon den Frühlingsanfang für diese Woche. Wirklich krass, wenn man es überlegt, ne? Wie die letzten 2,5 Monate auch jetzt wieder dann umgegangen sind bis zum Frühlingsanfang. Gut, naja, egal, ihr wisst es ja genauso wie ich, wie die Zeit vergeht. Wir schauen auf jeden Fall für die kommende Woche, wir schauen in die allgemeinen Energien, wir schauen in die Liebe, wir schauen in Beruf, in Berufssituationen, ob selbstständig oder angestellt. Wir schauen natürlich auch bei den Behördengeldern, ob Renten, Arbeitslosengeld etc. Wir schauen, was die Karten uns da aufzeigen wollen, wie wir, was im Zustand wir die Woche sind, was können wir dann für uns mitnehmen, was wir lieber lassen sollen für die Woche oder vielleicht proaktiv starten sollten. Das werden uns die Karten gleich hoffentlich verraten. Und trotzdem, ihr Lieben, ihr wisst, das ist ein allgemeines Orakel, ich sage es immer wieder. Sehr gerne können wir auf eure persönliche, individuelle Situation auch schauen. Dafür kontaktiert mich sehr gerne. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber natürlich auch in den Kanalinfos. Und dann legen wir für euch das große Blatt für eure spezielle Situation. Ne? Was brennt euch gerade so auf der Seele? Was habt ihr wirklich für eine Belastung vielleicht auch im Herzen? Ne? Was ihr für die Liebe da Informationen braucht oder. Wir schauen einmal mit das große Kartenblatt natürlich, aber ich lege auch noch ganz viele Spezialkarten, so dass alles doppelt und dreifach ja auch ja, beantwortet ist, so dass ihr ein gutes Gefühl dann haben könnt und eine kleine Richtung habt. Natürlich Entscheidungen, die trefft ihr alle selber. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine lieben Abonnenten. Seid recht herzlich willkommen. Wie immer freue ich mich total, dass ihr da seid. Und wenn ihr heute neu dabei seid, freue ich mich auch, dass ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Ich freue mich, dass ihr das Wochenorakel euch anschaut. Schaut mal unter der Playlist, da gibt es ganz viele verschiedene Themenvideos. Vielleicht gefällt euch das eine oder andere auch noch, sodass ihr dann ein kostenloses Abo hinterlasst. Und nicht vergessen, dann direkt auch die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und ihr Lieben, wenn es euch allgemein gefallen hat, wisst ihr auch, dass es für mich ganz schön ist und für alle hier auf YouTube, wenn man uns den Daumen nach oben gibt, weil ja, das ist für uns sozusagen die Belohnung dann auch. Aber okay, wir fangen jetzt mal an und ich werde jetzt die Karten mal mischen. Und zwar wollen wir für die kommende Woche die Energien von Montag bis Sonntag gerne einfangen durch die Karten. Und zwar von Montag 15.03. bis Frühlingsanfang 21.03.2021. Wir wollen die Karten uns für Hinweise, Signale geben zu Beruf, Finanzen, Liebe und. Alles, was wir wissen dürfen. Ich mische so lange, bis ich denke, das reicht. Ich mache dann die ersten drei Stapel und dann schauen wir uns schon mal da die ersten drei Überschriften sozusagen an. So, was haben wir da? Einmal den Baum, die Fische und den Anker. So, jetzt gibt es natürlich wieder, wir haben ein Kollektivorakel, das heißt, die Karten haben auch mehrere Bedeutungen. Ja, der Baum steht für Wachstum, für Stabilität und ja, auch wirklich für uns, für unsere Kraft, für unsere Vitalität. Und die Fische sind zum einen sind es die emotionale Fülle, aber auch die finanzielle Fülle als Liebe Geld natürlich. Hier geht es um die Liebe oder Liebe Geld, das wisst ihr dann. Und das entweder wieder in einer Verankerung, also sprich Stabilität, Halt, mehr Liebe, mehr emotionale Fülle in einer Verankerung. Und für mich ist der Anker, wenn wir auf die Liebe schauen, noch einmal höher gestellt, höher positioniert als die Vertragskarte, ne? Also das heißt für mich die 25, die Partnerschaftskarte, darüber ist die Verankerung also noch höher gestellt. Deswegen kann hier wirklich, was die Liebe betrifft, wenn es euer Thema für die Woche ist, kann für euch die Woche ja ein großer, was heißt Startschuss, aber für euch so eine große Sicherheit kommen, dass diese Liebe auch in eine Verankerung in Anführungsstrichen endet oder kommt. Ne? Das ist so, das wisst ihr halt hier auch. Also sehr schön, was Liebe trifft, aber hier kann auch Stabilität endlich wieder in geltlichen Dingen kommen. Ne? Hier kommt es wieder, dass wir uns wohlfühlen, dass wir dadurch auch in unsere Stabilität, in unsere Verankerung kommen, dass wir wieder glauben, hoffen können, weil Gelder kommen. Ne? Woher auch immer, ob durch Arbeit, durch Behördengelder,
Aber auf jeden Fall bringt es uns halt Stabilität und es bringt uns auch wieder diese Verankerung mit uns selbst. Es kann aber auch gut sein, dass hier auch beruflich bedingt, ne, dass irgendwie durch die herausfordernde Zeit Kurzarbeit anstand, die Stabilität ein bisschen gewackelt hat, dass ihr finanzielle Einbußen hattet, dass ihr in Kurzarbeit war, dass bei Selbstständigen Verträge gekappt wurden, gecancelt wurden, weil man nicht das Thema halt ausführen durfte, so wie bei mir auch mit den Veranstaltungen, mit den Trainings. Und da kommt jetzt wieder die Fülle rein, also sprich die finanzielle Fülle im Job. Ne? Also es kann gut sein, dass hier aufgestockt wird oder dass ihr sagt, ich möchte mich anderweitig orientieren, ich möchte nochmal auch an mir und mit mir selbst wachsen und dadurch kann ich auch mehr Geld verdienen, kann mehr auch wirklich in meine Kraft kommen, wenn ich etwas Neues beruflich anstrebe, mein Hobby vielleicht zum Beruf machen, ne? Oder vielleicht einen Nebenberuf auch annehme, wo ein bisschen mehr Geld mir dann halt dieses Wachstum auch beschert. Sehr schön schon mal die ersten drei Karten. Jetzt lege ich aus und dann deuten wir, der oder die Herzmenschen ist direkt hier an erster Position, liebe Herren. Ich muss es leider Gottes hier immer wieder sagen. Ich weiß, es nervt einige, aber es kommen immer neue Zuschauer und ich möchte gerne jeden hier abholen. Deswegen bitte habt Verständnis dafür. Liebe Herren, ihr seid in diesem Kartenblatt nicht der Mann. Ihr seid im Kartenblatt genau wie wir alle die Frau, weil ich halt mehr Frauen hier als Zuschauerinnen habe und es ist dann für mich einfacher. Natürlich, wenn ich euch für euch privat lege, dann seid ihr natürlich der Mann. Ansonsten sind wir alle hier die 29, die Frau, die Fragestellerin. Es geht um uns und da ist es egal, was für ein Geschlecht wir haben. So, der Mann, also sprich Herz, Herzmenschen, ist ganz interessant, weil wenn ich mich an letzte Woche erinnere, war auch hier ein großes Thema in den ersten drei Karten der oder die Herzmenschen. Auch bei den Singles habe ich gesagt, es kann schneller kommen, jemand als man denkt. Und jetzt ist diese Person sogar noch auf dem Reiter, auf der schnellen Aktivität, auf der schnellen positiven Botschaft. Ne? Also hier geht es auch, liebe Singles, vorwärts, 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 vorwärts. Und egal, was wir dürfen und nicht dürfen, schaut in eurem Umfeld, schaut online, geht spazieren, geht raus. Also wenn ihr euch einigelt, dann wisst ihr auch, ne? Dann kann man niemanden finden oder treffen. Und wer jemanden hat, ja, da geht einiges hier in Fluss und es kommt positive Nachricht. Vielleicht wartet ihr da schon drauf und freut euch auch. Dann halt mega drauf, ne? Weil das bringt auch hier ihn und euch oder sie und euch, ne? Auch wirklich hier in die Stabilität, in die Harmonie, in die Familienkarte. Ne? Also er oder sie spiegelt sich auch damit. Also es ist auch ein familiärer Mensch oder es ist auch gerade, wenn jemand Drittkonstellationen führt und lebt, dass es da in die richtige Richtung geht, in die, ne? In eures, euer Kartenblatt, deswegen in eure Harmonie, in eure Balance. Ne? Und wir haben im Haus der Lilien haben wir hier den Reiter auch. Ne? Und der Herzmensch, Herzmenschen liegt im Reiter. Das heißt wirklich, diese Woche kann liebesmäßig hier ganz viel Harmonie, Liebe, Sexualität auch kommen. Vielleicht auch viele kleine Botschaften, viele kleine Nachrichten. Und wie gesagt, liebe Singles, wenn ihr niemanden habt, Augen auf. Beim Autokauf wollte ich jetzt gerade sagen, aber es ist ja Quatsch. Hier, wenn ihr draußen seid, ne, wir haben hier die Bäume, wir haben die Wege. Also schaut nach, Verbindungen sind hier direkt möglich. So, ich schaue erstmal jetzt nach der Reihenfolge in Anführungsstrichen. Wir haben einen Herzmensch, Herzmenschen, wir haben hier die Lilien, die Harmonie, die Balancekarte, die Verankerung. Und die uns wahrscheinlich hier ein bisschen Stress und Hektik macht. Ne? Also wir erwarten gar nicht so viel auf einmal, wenn jemand auf einmal auftaucht oder wenn jemand schon da ist, der sich dann ein bisschen oder die sich dann ein bisschen mehr festlegt vielleicht, ne? Schritte einleitet und möchte hier diese Stabilität, diese familiäre Verankerung leben. Das kann gut sein, dass uns das ein bisschen Stress macht. Aber ansonsten ist auch hier, weil die Eule, Eulenkarte ist auch hier, ist das Schicksal drauf, das Schicksal auf der Verankerung. Es kann diese ganze Hektik und auch dieses Alleinsein bei den Singles, es kann so schnell diese Woche jetzt wirklich ein Ende haben. Ne? Also ich sage euch nochmal, wenn ihr euch natürlich im Keller dann einigelt, ne, oder versteckt und denkt, ja, es kommt jemand, super, schön. Nee, da wird niemand kommen. Ne? Also rausgehen, wir haben hier wirklich Natur zweimal als Karten auch nochmal. Also bitte rausgehen oder irgendwas, also ne, machen, was ihr machen könnt. Ihr hört es nicht gerne von mir mit dem Online-Daten.
Aber trotzdem kann man Online-Dating ausprobieren. Es gibt auch kostenlose Plattformen. Und dann kann man sich im Außen dann treffen. Und dann kann ganz schnell hier die Verbindung kommen. Wir haben bei ihm oder ihr schon direkt hier absolut Wachstum, die Entscheidungen mit der Verbindungskarte und, oder zu der Verbindungskarte. Und ihr wisst, was ich vorhin bei den ersten drei Karten schon gesagt habe, ne? Hier die Sonne direkt zu der Verbindungskarte und das plötzlich mit Wachstum, plötzlicher Wachstum halt. Wir haben im Hause des Baumes haben wir das Haus, also wirklich hier eine, wirklich, also im Hause des Baumes das Haus zu haben. Das heißt hier, ich sag mal, doppelte Stabilität, doppelter Wachstum, ne? Und letztendlich auch wirklich diese Familie leben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich ihn oder sie spiegel, haben wir die Harmonie, die Familienkarte auch, ne? Was auch ein Wunsch ist. Also bitte wirklich schauen, damit hier Stress, Hektik auch vom Alleinsein rausgehen kann. Wir haben im Hause der Isolation, liebe Singles, die sich vielleicht noch da begeben oder gerade noch da sind, da haben wir die Sonne. Also diese ganze Geschichte hier, diese Abgrenzung von uns selbst, keine Liebe zu leben oder nicht mehr dran zu glauben, das muss jetzt weg, definitiv, ne? Definitiv, weil wir haben hier wirklich auf dieser Isolationskarte, da rede ich jetzt erstmal von uns persönlich, dass wir uns vielleicht auch aus Themen aus der Vergangenheit, ob es aus der Kindheit oder von früheren Beziehungen halt war, ist ja total egal, ihr kennt eure Themen. Das ist aber jetzt wichtig, da etwas drüber zu stehen, das zu bearbeiten, wenn ihr auch diese Partnerschaft im Sommer dann leben wollt. Und dafür müsst ihr jetzt jemanden kennenlernen. Man kann nicht von jetzt auf gleich in der tiefsten Partnerschaft mit Harmonie, mit Familie, mit Wachstum im häuslichen sein. Es geht nun mal nicht. Es geht natürlich, ne? Es gibt auch Menschen, die ziehen am nächsten Tag zusammen, am gleichen Tag. Aber normalerweise ist hier, seid ihr angekommen, ne? Ihr seid auch bei euch dann angekommen. Und wie schön ist das denn? Wir haben hier auch, und da können natürlich aber die schwierigen Konstellationen jetzt in puncto Liebe, können wir jetzt auch mal betrachten. Wir haben im Hause der Sonne die Schlange. Ne? Das heißt auch nochmal, ne? Das ist so die, darüber ist die Trennung. Also, hier kann wirklich viel passieren. Und die Schlange ist entweder die Person bei den Drittkonstellationen oder natürlich auch so, wenn Themen anstehen bei ihm oder ihr. Ne? Die dürfen jetzt rausgehen. Die Blockaden dürfen mit Sicherheit rausgehen. Das Glück kommt. Die Trennung darf hier kommen mit der Seelenverbindung zu dieser Person. Es kann natürlich auch ihr Ex-Partner, Ex-Partnerin sein, ne? Die hier mit Geschenken und mit Nachrichten zu euch kommen möchte, ne? Und das hier auch wirklich, dass hier wieder Stabilität und Harmonie kommt. Ich sage euch ja immer wieder, es kann auch eine Person sein. Aber in den Singles, die niemanden auch Ex-Partner, Ex-Partnerinnen im Kopf haben oder auch nicht dran denken, es kann hier eine ganz neue Person hier wirklich sein und die ist im Hause der Liebe. Und wie gesagt, die ist mit dem Schönen, das ist der Blumenstrauß, ist alles, was euch letztendlich, ja, ich sag mal, wirklich erfreut. Und das können die kleinsten Nachrichten sein, bis hin wirklich zu einem tollen Essen etc., tollen Geschenk. Ne? Diese Person liegt hier wirklich im Hause der Liebe. Und im Hause der Partnerschaft haben wir das Alltagsglück. Ne? Also das, was man wirklich tagtäglich liebt. Und das ist hier, möchte in den Fluss kommen mit dem Schönen, mit der Veränderung. Und dieses Auf und Ab der Gefühle und auch nicht an Treue und an Loyalität mehr zu glauben, und das betrifft wieder die Singles genauso wie die, die jemanden haben, das darf rausgehen, definitiv, das darf transformiert werden. Wir liegen im Hause des Fuchses. Das heißt, diese Woche, ihr Lieben, wir liegen auch in der Mitte. Diese Woche heißt es wirklich hier, schauen bei sich selbst, ne? Was engt mich hier ein, was begrenzt mich, dass ich diese Liebe nicht leben kann. Schaut mal diese Diagonale. Das Herz über uns mit dieser Person. Das kann auch diese Person, es kann eine neue Person sein, es kann eine ältere Person sein, es kann eine Führungsperson sein. Mit dem Neuanfang Wachstum und das auch schnell. Hier kommen die Nachrichten und Treffen können das auch sein. Die Kommunikationskarte ist bei mir wirklich, es kann per E-Mail, es kann per Telefon, es kann persönlich sein und hier ist das Buch drauf. Das wisst ihr noch gar nicht, ne? Und wir haben im Haus des Buches. Haben wir die Tacheles-Gespräche über Partnerschaft mit Wachstum, schicksalhaft. Ne? Und jetzt schaue ich nochmal, wir schauen in die Nachrichten schon rein oder in das Treffen auch, ne? In die positiven, ja, Nachrichten. Kommt mir jetzt sofort, weil die Karten hier auch so liegen. Deswegen nenne ich das jetzt mal, dass es hier ein positives Gespräch ist, wovon ihr noch nicht wirklich wüsst, ne? Wo ihr wirklich hier, sage ich mal, so eine Transformation auch stattfinden soll in Bezug hier auf Balance, Harmonie für euch, ne? Auf euren Seelenfrieden. Dieses Auf und Ab, ne? Gerade auch was Veränderungen betrifft, auch eure Veränderung, eure vielleicht geraubte Stabilität, ne? So dieses nicht mehr zu euch richtig finden,
können, wollen, wie auch immer, wegen Vergangenheitsthemen. Das darf jetzt wirklich rausgehen. Das darf transformiert werden, so will ich es eher sagen. Es darf transformiert, aber es muss angeguckt werden. Das ist ganz wichtig, ne? Wir haben hier wirklich, was ich vorhin sagte, wir haben hier die Nachrichten, die Botschaften, schicksalhaft, über Verbindungen, mit Wachstum. So, und das natürlich jetzt münzt es bitte auf eure Situation und das kann die Liebe, Liebe betreffen. Mit Sicherheit hier, ne? Das große Glück, Blockaden wegen Trennung, Isolation auch von uns selber. Vielleicht sind wir jetzt endlich auch bereit, nach vorne zu gehen, also sprich wieder rauszugehen, was ich euch auch gerade sagte, was auch wichtig ist, auch bei euch Singles hier. Ne? Wenn ihr nicht rausgeht, dann ne, brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Das ist ganz wichtig. Aber es kann natürlich auch sein hier, dass uns Nachrichten hier, weil wir schauen da rein, dass uns Nachrichten überbracht werden bezüglich irgendwelcher Verträge, die uns wirklich hier Wachstum, Stabilität endlich auch wieder bieten können, ne? Dass wir hier unsere häusliche Stabilität auch kommen. Also was für mich heißt, unsere Sicherheit auch. Das Haus liegt ja auf dem Baum und das heißt hier wirklich, dass dann wirklich wir auch wieder zu uns finden, dass wir wieder ein Sicherheitsgefühl haben. Das können Verträge, es kann ein Umzug sein, es kann, wie gesagt, Liebe hatten wir gerade gehabt, aber es kann auch ein Mietvertrag sein, ein Hausvertrag, es kann ein Mietvertrag für ein Haus sein, ein Hauskauf, es kann auch natürlich ein Wohnungskauf sein, es kann ein neuer Job sein, es kann eine vertragliche Angelegenheit mit Behörden sein, die endlich bewilligt wird, wo wir Nachrichten bekommen, wo wir da das Wachstum bekommen und sozusagen da auch unsere Sicherheit und wir kommen wieder dann in unsere Sicherheit auch rein. Ne? Das ist ganz wichtig und wir haben im Haus haben wir das Herz liegen. Ne? Also hier kann was ich gesagt habe, auch die Liebe das hier betreffen, definitiv und ich habe es letzte Woche schon gesagt, egal ob ihr Single seid oder jemanden habt, die Liebe, wenn der oder die Herzmenschen direkt am Anfang hier steht und letztes Mal, ich weiß jetzt nicht, welche Karte es war, aber es war auch einer der ersten drei Karten, dann ist das hier gerade Prio und es möchte zu euch kommen. Die Partnerschaft möchte kommen. Ne? Auch wenn Partnerschaft vielleicht, wenn jemand schon jemanden hat, hier blockiert ist aufgrund von Komplikationen oder aufgrund wegen einer Nebenbuhlerin. Ne? Da möchten jetzt aber Nachrichten kommen, ne? Ehrliche Nachrichten. Stress und Hektik möchte raus. Das Glück möchte gelegt werden mit dem Wachstum mit dieser Person. Ne? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, hier ist ja auch die Trennungskarte schon von den Komplikationen oder vielleicht auch von dieser Person. Weil auf den Komplikationen haben wir die Veränderung. Ne? Oder auf dieser Person. Komplikation oder halt Person ist die Veränderung. Und auf der Veränderung haben wir hier die Seelengefühle, ne? Also das, was letztendlich einen dann nochmal mehr vielleicht auch näher bringt. Ne? Und wir haben im Hause des Mondes haben wir die Wunscherfüllungskarte, ne? Die Klarheitskarte, die Sternenkarte, die wirklich hier jetzt in den Fluss gehen kann, ne? Die nach vorne gehen kann. Und das plötzlicher, als ihr denkt, in den Wachstum. Ne? Das ist wirklich, habe ich ja vorhin am Anfang auch schon gesagt. Also schaut dahin, es kann also wirklich jetzt die eine Vertragskarte mit Banken, Versicherung, Haus etc. sein, es kann bei Selbstständigen die Verträge sein, mit der Sonne hier plötzlich, ne? Es können geldliche Verträge von Behörden sein, es können Kundenverträge sein bei Selbstständigen, es kann Arbeitsverträge sein, auch ein neuer Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsvertrag, der umgewandelt wird von Kurzarbeit wieder, ne? Letztendlich zu mehr wieder auch. Ne? Hier ist die Sonne und es halt plötzlich. Und wir haben das Alltagsglück auf dieser Vertragskarte, ne? Und das mit den Entscheidungen. Es kann auch gut sein, dass hier Entscheidungen noch getroffen werden mit einem Unternehmen. Und das kann jetzt auch wieder Behörde, Bank, Versicherung oder halt Immobilienmakler etc. sein oder bei Selbstständigen der Kunde oder halt neuer Arbeitgeber. Und da können Entscheidungen kommen, ne? Nachrichten, die uns auch total erfreuen werden. Ne? Das ist so, dass wo wir auch unser Glück spüren dürfen, was wir erst nicht so gespürt haben. Ich schaue ja mal die ersten drei Karten auch, hier bei ihm oder ihr die Entscheidung und auch plötzlich. Ne? Und hier ist, das ist ja jede, die Sense kappt gerade hier noch das Herz. Ne? Und das Herz ist ja über uns und das ist so, wo ich auch sagte vorhin auch schon mal, das ist so, wir müssen jetzt hier schauen, wir liegen ja auf dem Fuchs, was ist da noch bei uns los? Was für einen Herzschmerz haben wir, was wir uns noch anschauen dürfen, ne? Um auch diese Entscheidung auch bewusst dann auch mit ihm oder ihr dann auch leben zu können und mit einer neuen Person auch diesen Weg zu gehen, wenn ich im Außen diese Person dann getroffen habe und die Entscheidung auch treffe. Es ist sehr schön, es liegt hier alles wirklich total schön und ja, wir müssen uns aber dafür natürlich auch selbst erstmal reflektieren und Innenschau halten, ne, was da los ist. Wir sind ja in der Mitte, wir haben das Haus, die Sicherheit über uns.
Und dann haben wir hier, schaut doch mal, diese Mitte ist der absolute Wahnsinn. Das Haus, die Stabilität, die Fische und die Sternenkarte, die Klarheitskarte, die Wunscherfüllungskarte. Es kann gut sein, emotionale Fülle kommt hier auf jeden Fall so, wie ihr es euch wünscht, mit Partner, Partnerin, mit einem zukünftigen, ne? Bei den Singles, dass jemand da ist mit einer großen, großen, großen Mega-Liebe, so wie ihr euch sie wirklich von ganzem, ganzem Herzen erwünscht. Aber ansonsten können hier auch Gelder endlich reinkommen, endlich auch fließen, die euch die Sicherheit wieder geben, die euch wieder Wünsche auch erfüllen, ne? Wo es wirklich auch jetzt in den Fluss gehen kann und das plötzlich, definitiv, die Sorgen können dadurch auch rausgehen. Wir haben im Hause des Geldes haben wir hier Wachstum, Neuanfang. Wir hatten hier Verluste, definitiv, ne? Wir hatten Ausgaben. Aber jetzt heißt es wirklich aus dem Außen durch Verträge, Verankerungen, auch beruflich gesehen, auch weiterkommen, vielleicht auch neue Positionen oder auch Gespräche über ein Seminar, das uns weiterbringt, auch finanziell, dass wir dann andere Möglichkeiten haben. Ne? Das kommt jetzt, also möchte ich in den Wachstum und das wirklich hier, da gibt es Nachrichten. Also auf dem Geld liegen hier, liegt halt Wachstum, Nachricht, egal woher das Geld, das Geld kann ich jetzt hier nicht sehen, woher es kommt, ne? Wenn wir jetzt wirklich über das Geld sprechen. Und es kann gut sein, dass wir davon noch wirklich gar nichts wissen. Also wir wissen davon nichts, also wir sind vielleicht in Gesprächen, aber das Resultat ist dann hier dieses neue Kapitel, worüber wir halt diese Nachricht bekommen. Also ein neues Kapitel, sage ich immer, Neustart. Und wenn man vielleicht auch Zugeständnisse bekommt bei Geldern, die erhöht werden oder vielleicht Gehaltserhöhungen, ne? Oder wie gesagt auch Wertschätzungsthemen auch beim Arbeitgeber, dass man eine neue Position anstrebt oder halt eine Weiterbildung bekommt, ne? Das ist alles hier wirklich mit Wachstum auch verbunden. Wir haben jetzt im Hause der Mäuse, ne, haben wir hier das Geld liegen. Und deswegen sage ich, wie schön ist das? Es kommt jetzt wirklich unsere Sicherheit und Wunscherfüllung in emotionaler Fülle und in finanzieller Fülle kommt auf uns auch zu. Und wir haben wirklich Sorgen. Also das ist das, was ich vorhin auch sagte, auch mit dem Fuchs. Wir haben unheimliche Sorgen, gerade was emotionale Fülle oder halt die finanzielle Fülle betrifft. Ne? Also wir haben vielleicht wirklich hier viele Gelder, die weggegangen sind, wovon wir uns leider Gottes trennen mussten, ne? Die uns Blockaden auch verursacht haben. Aber jetzt kommt das neue Kapitel. Wir schließen ein Kapitel ab und das neue öffnen wir mit dem großen Glück. Ne? Das habe ich ja vorhin auch schon hier gesagt. Mit Sicherheit kommt das große Glück mit Stabilität in Bezug auf, ne, vertragliche Positionen hier oder halt emotionale Verbindungen. Ne? Das, wie gesagt, münzt es auf euch um. Jetzt sind wir hier noch wirklich ein bisschen angepiekst und haben hier die Verluste. Wir sind was angeknackst auch und ja, es piekst halt. Ne? Wir haben, deswegen ist auch hier auf unserer Sicherheit, obwohl jetzt bitte nach vorne schauen. Wir haben diese Woche diese Möglichkeit, den Startschuss da auch zu generieren, zu starten dann auch, weil die Sonne daneben liegt und wir haben. Aber was ich auch sagte vorhin, wir liegen auf dem Fuchs, wir glauben da nicht wirklich dran. Wir glauben nicht an den Erfolg, ne? Weil uns natürlich hier was auch mal genommen wurde und wir auch, ne, vielleicht auch emotional da ja einen Tiefschlag hatten, ne? Mit einer Person oder mit Personen, wie auch immer. Oder halt wirklich, was Gelder betrifft, ob behördliche Gelder oder vom Arbeitgeber oder vom Kunden oder so. Aber jetzt ist wichtig, diese Wunscherfüllung auch zu sehen und auch, wie gesagt, nach vorne zu schauen, sich da nicht zu blockieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es tut mit Sicherheit weh in dem Moment, wenn man Verluste hat und wenn man halt auch angepiekst ist, aufgrund, weil Gelder nicht da sind oder halt nicht bewilligt wurden. Oder weil auch die Liebe einen da, ne, letztendlich da halt nicht so schön widerfahren ist, die Zeit. Aber ich habe euch hier wirklich gesagt, ihr habt das Herz im Kopf hier mit der Person. Und hier mit dem Neustart, worüber wirklich hier, also Neustart, Wachstum, ne? Ob es jetzt eine alte Person, in Anführungsstrichen, ist, Ex-Partner, Ex-Partnerin, oder halt eine ganz neue oder halt in Drittkonstellation, wo hier was aufgelöst wird, was zu Veränderungen führt, was euch wirklich in die Seelenliebe auch führt, zusammen zur Transformation. Also für mich heißt es ganz klar diese Woche, bitte darauf achten und darauf schauen, dass ihr, ja, nicht zu pessimistisch seid. Ne? Seid optimistisch. Seid wirklich hier ein bisschen mehr im Vertrauen und nicht nur im Zweifel. Ne? Weil ihr habt hier super und wir haben hier alle super Karten. Wir haben auch in unserem Hause, das wollte ich hier von uns sagen, wir haben den Hund hier.
Ne? Das ist wichtig, wir müssen wieder zu uns finden, zu unserer Treue und alles. Es muss hier ein Ende nehmen von den Zweifeln. Es muss transformiert werden, dass wir nicht mehr an das Schöne glauben. Egal, ob es durch finanzielle Einbußen so gekommen ist oder wirklich auch durch Kindheitsthemen oder halt wirklich, dass wir auch gerade von der Liebe sehr enttäuscht wurden. Weil wir müssen uns wirklich hier mal, das ist auch nochmal sehr, sehr schön sehen, wir haben die Treue hier mit Sicherheit, in Verbindungen, mit den Entscheidungen. Und hier ist immer der oder die Herzmenschen. Und da ist es total wurscht, ob ihr jemanden habt oder nicht habt. Hier möchte Liebe gelebt werden, Partnerschaft möchte gelebt werden, mit dem Alltagsglück zu einer Person, mit dem Schönen, mit der Seelenverbindung, mit der Wunscherfüllung. Die ganzen, ich sage jetzt mal, Themen aus der Vergangenheit dürfen rausgehen. Die dürfen mit Sicherheit rausgehen. Ne? Und der Neuanfang im Außen mit Verankerung. Ne? Manche, die vielleicht noch geheime Liebe leben, ist hier auch alles möglich. Also wir haben hier wirklich, das ist die zweite Woche jetzt, wo Herzmensch, Herzmenschen sehr, sehr präsent ist. Ihr wisst, ob es für euch ein präsentes Thema ist oder nicht. Trotzdem sage ich euch, auch wer darüber noch gar nicht nachgedacht hat, die Liebe mal wieder zu leben, sollte vielleicht mal einen kurzen Blick drauf riskieren oder halt mal überlegen, ob man nicht jetzt auch wirklich, wo wir jetzt in die warme Jahreszeit auch gehen, dass wieder nicht schön ist, wenn man da halt mehr draußen auch ist und die Möglichkeit hat, auch zusammen. Manchmal sind ja mal Sachen, die man zusammen macht, noch dreimal so schön, als wenn man sie alleine macht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Ich drücke euch ganz doll und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.